Hallo und willkommen zu einem neuen Gameplay-Video zu GTA 5. Ja, ich spiele mal wieder in der Rolle von Michael. Und ich fahre jetzt einfach gleich mal zum nächsten Auftrag, bevor ich mich jetzt groß mit irgendwelchen Vorreden aufhalte. Und ich sehe gerade, ich muss etwas tun, was ich fast vergessen hatte. Ich muss nämlich leider die Musik abstellen, weil sonst sagt YouTube, Moment mal, das kannst du hier nicht machen. Beziehungsweise die GEMA sagt, nein, du darfst hier keine GEMA-pflichtige Musik abspielen und das Video wird gleich mal gesperrt und das wollen wir ja nicht. Deswegen fahren wir einfach mal ein bisschen ohne Musik hier durch die Stadt Los Santos. Ich hoffe, das ist okay, aber ich habe das bei den letzten Malen ja genauso gemacht. Ich kann euch ja währenddessen unterhalten. Mehr oder weniger. Wahrscheinlich auch mit meiner irren Fahrweise. Ich spiele jetzt gerade im Ego-Modus, weil der Ego-Modus, der ist eigentlich eigentlich gefällt er mir extrem gut. Der ist nur blöd bei schwierigen Missionen. Da habt ihr nämlich irgendwie schlecht, habt ihr einfach weniger Überblick. Aber wenn ihr so rumfahrt, ist es einfach irgendwie spaßiger, das Ganze hier aus Ego-Sicht zu machen. Und ich bin... Hey, wo muss ich denn da hin? Ach, da hinten. Ich suche gerade dieses blaue B auf dem Radar und das ist... Ich habe es gefunden, alles klar. So, dann können wir gleich aussteigen. Wir sind fast überfahren worden, super. So, da sind wir beim FIB. Ja, die offensichtliche Parodie auf FBI. Denn, ja, die Leute vom FBI sind auf Michaels Spur, sagen wir mal so. Also sie haben ihn eigentlich am Arsch, blöd gesagt. Das sind die Jungs hier. Hey Michael. David. Well, isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry guys. This burning hunk of love is all mine. Brilliant. Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh. I love it. I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa! Pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So, well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war. Especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why don't you start with me, genius? You got it, pal. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped-out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this, and that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. Now run along, kids. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Okay, was für ein Arschloch. Naja. Aber wir haben ja irgendwie keine Möglichkeit, da rauszukommen, also müssen wir halt für ihn was erledigen. The Bureau owns a lot out in East LS. Covington Supplies off El Rancho. Can you take us there? Yeah, sure. Sounds nice and secluded. Kind of place you'd run an off the books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suits you better.
Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. So, okay, dann fahren wir mal irgendwo raus. Ha, das war sprachlos. Okay. Upsasa. Fast den Motorradfahrer mitgenommen. Get some people on board. First guy is Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him, or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay. Oops. Right. This ain't the best time. I'm kind of busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. Right. That's cool. I'm in LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that, so we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you, we've got good leverage. Great. And you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the FIB. You'll need discreet support. We'll maintain control of the situation. Discreet? Control? Yeah, good luck, Control. Hey, I like this car. Good luck controlling discreet Trevor. So, ja, das sieht aus wie ein großes Familientreffen, das wir jetzt hier gleich haben. Da bin ich mal gespannt. Oh, das ist ein Trevor. Low profile. Yeah, I think I will. See you later. Who's that cagey motherfucker, huh? No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you. Hey, T, enough with the faux political bullshit. Franklin, come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't bailing. Whoa. What, am I detecting some sort of, son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen, if you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right, and we do this, and they help us spring Brad. Right. Yeah, we'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. Gut, dann kann es ja endlich mal losgehen. Bite me. Let's go. Alright, let's do this thing. Okay, ich glaube, das war ziemlich cool. Ja, genau. Wir fliegen nämlich zur Agency aufs Dach. Dort wird Michael abgesetzt. Und Franklin deckt uns dann von der anderen Seite oder so. Mal schauen. What happened to dying with a gun in your hand? Life happened. Annoying wife, two kids. Remember them? You get tied down, you can't move anymore. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused, I am. I ain't exactly sure it's gonna be amusing. I'm going in on the west side of the tower. Wo muss ich hin? Ach, hier rüber. Ach, da steht's ja auch drauf. IAA. So. So, ah, hier ist das. Okay. So, ich habe eine Nachricht erhalten, aber ich habe leider keine Zeit. Ich nehme hier gerade auf. Gut, da gehen wir runter. Ein bisschen runterbremsen. So, wo muss ich denn da genau auf das Dach? Oh, ich steuere jetzt einfach mal runter.
Wie weit runter soll ich denn da noch? I can't go in through the roof. Get us out toward the wall. Ach so, ich muss an eine Wand. Ach so. Ach so, es soll gar nicht aufs Dach, sondern an, ach so, an der Wand entlang. Okay, jetzt verstehe ich. Ah, sehr cool. Das ist ja mal... Ach, das ist ja echt cool. Das ist ja hier Sam Fisher aus Splinter Cell. Wo muss ich überhaupt hin? Ich gehe jetzt einfach hier runter. Ah, hier sind irgendwelche Leute. Oh, das waren sie wohl nicht. Hier sind überall Leute drin. Na, ich hangel mich jetzt einfach mal runter. Oh, da sind wir schon. Next, I'll have this thing so far up your ass, your tonsils will be playing shadow puppets. You think we can't do that? We can. It's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I installed cinema equipment, not surveillance. Grab his other arm. No. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Was muss ich denn hier machen? Ah, ich muss hier abwarten. Okay. See how you feel when this is 18 inches deep inside. Get the lube. Actually, fuck the lube. Let's dry. Okay. Who the fuck is this? Terminate him. Close this problem right now. Yeah, I can use a little backup here. Get me the station chief. I'm not. Oh, Franklin, hilf mir aus. Ah, er ist schon hier. So. Okay, Jungs, ihr seid sehr geliefert. So, das klappt da mal wunderbar. So, zurück zu Michael. Hä? Nein, ich muss zu Franklin. Ich muss zu Franklin. So, irgendwo ist noch ein roter Punkt. Ach so, okay. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, hier muss noch irgendwo einer sein. Hier. Ich sollte mal ein bisschen mehr mit dem Radar arbeiten. Okay. Oh wow, was sind das? Drei Helikopter. Okay, habe ich jetzt einen erwischt oder was? Schaut nur so aus. Okay, gut, dann muss ich umschalten. Da gehe ich mal zu Trevor. So. Okay. Ach so, als Trevor kann ich ja nur fliegen. Moment, da muss ich auf Michael wechseln. Schnell zu Michael, der kann nämlich ballern. Okay. Oh, der brennt schon mal. Ist gar nicht so leicht zu zielen hier. Oh, da kommt schon der nächste her. Scheiße. Verflucht, hat er keine andere Waffe dabei, die er benutzen kann. So, zumindest habe ich hier Fettmunition bei diesem Bordgeschütz. Das ist natürlich schon geil. So, der brennt auch. Alles klar. Why are you doing this to me? Hey, hold tight.
Okay, gut. Ich schalte mal zu Trevor, dann kann er ein bisschen fliegen. You saved me! Thank you! Thank you! Don't mention it! The Bureau! The FIB! They will make everything okay? I'm sure. Don't worry, they'll look after you. The things those people did to me! I'm an American citizen! Yeah, well, that don't seem to matter too much. Okay, ja, dann haben wir den Typen ja ganz schön flott rausbekommen hier. Und irgendwo muss ich hier landen. Ich nehme an, direkt auf dem Platz. Put her down in the lot, Trevor. Oh, 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 bisschen nah, bisschen nah. Ups, Sasa. Okay. Let's go. Where are we? You go easy on him. Thank you. Oh my, you saved me. Hey, hey. No, huh? No, 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 no. Hey, hey, I said easy. Oh, come on, give the guy a break. Das war wirklich eine arme Sau. Vom Regen in die Traufe gekommen. In bed with the Bureau. And a new running buddy. Yeah, he's more of a protege. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Gut, ja, cool, dass die Mission ja schon vorbei. Da bin ich ja ganz überrascht. Ich dachte, das geht viel länger. Ups, ja, oh, das war gerade gespeichert, okay. Was haben wir hier? Nichts. Oh, nichts erreicht. Das ist aber ganz schlecht. Na gut. Sehr gut, nachdem das jetzt so schnell ging, da mache ich doch glatt noch eine Mission und ich sehe schon auf dem Radar, da ist ein grünes F-Symbol, das heißt, wir müssen zu Franklin, weil Michael hier gerade nichts mehr machen kann. So, wo ist denn der schon wieder? Ach so, in seiner fetten Hütte. Ja, ja. You hood, Chop. Ja, ja, für Job, für dich habe ich jetzt keine Zeit. So, ich weiß nicht, was Michael dir beigebracht hat, aber für diesen Job, den ich plane, musst du schießen können. Bring deinen Arsch zum Schießstand in Ammunition. Ja. Is that steaming also pile of shit a present for not training you? Gut, dann gehen wir da mal hin. Umziehen tue ich mich jetzt nicht, habe jetzt keine Lust. Hier übrigens seht ihr meine gepimpte Karre. Oh, achso, Chop kommt mit, das ist ja cool. Ha, cool, sehr gut. Ja, meine gepimpte Karre, ihr könnt ja hier in den Autowerkstätten hier eure Karre aufmotzen. Und, die eben anpassen. Ihr könnt auch stärkeren Motor einbauen und so Späßchen und das ist natürlich cool. Wieso kriege ich jetzt hier auf dem Radar so viele Fragezeichen? Was ist denn da los? Was ist denn das? Beverly. Und wer ist das? Barry. Das irgendwie, die Namen sagen mir was. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ist ja mal egal. Nee, ich gehe jetzt hier entlang. So, hier geht's weiter. Ob jetzt, ich weiß zwar jetzt nicht, ob das gut ist, dass der gute Hund Chop mit dabei ist. Aber im Zweifelsfall scheißt der eh bloß alles voll und tut nichts. Und vielleicht beißt er noch in irgendeinen Passanten. Also, ist zumindest für Spaß ein bisschen gesorgt. Ich glaube jetzt nicht, dass er uns groß hilft bei dem Auftrag. Aber mal gucken. Ich habe nämlich keine Ahnung, was jetzt hier kommt. So. Schön in fließenden Verkehr einfädeln. So.
So, Moment, was Ammunition? Wir haben jetzt die Gefechtspistole auf Lager. Moment, das rufe ich hier schnell auf. Ist das eine E-Mail? Gerade eingetroffen. Gefechtspistole, AP-Pistole und schwere Scharfschützengewehr. Oh! Oh, Moment. Ja, kaum ist man am Handy, ist man total abgelenkt beim Autofahren. Verstehe ich gar nicht, das ist ja wie in echt. Okay, verschiedene Farbtöne, okay. Ups, echt, immer wenn man das Handy hat beim Autofahren, echt, macht man Unfall. Okay, gut. Weg damit. So. Ich muss mal ein bisschen mehr... Oh nein! Oh Gott, was ist das gewesen, hey? Oh nein! Okay, ich bin jetzt gerade aus dem Auto geflogen. Ach du Scheiße. Und zwar deswegen, weil ich nicht angeschnallt war. Oh, wie geht's dem Hund? Wie geht's dem Hund? Ganz wichtig. Hier liegen zwar schon Leichen rum, aber ist mir egal. Wo ist der Hund? Der bellt. Ah, hier ist er. Oh, dem geht's gut. Oh, Moment mal. Chop greift jeden an, den ich angreife. So. Yeah, beiß ihn. So. Jawohl. Ist er jetzt tot oder was? Tatsächlich. Okay, das ist aber ein krasser Kampfhund. Okay, ich wollte ja eigentlich hier weiter. Na super. Irgendwie kann sich Franklin auch anschnallen. Ich weiß bloß nicht wie. Ich glaube einfach nur, wenn er kurz wartet. Also früher ging das doch immer so. Oh nein, irgendwo hinten habe ich einen Platten oder irgendwas ist am den Reifen hier nicht ganz so, wie es sein soll, glaube ich. Egal. So. Ja, also das Auto fährt sich auch ein bisschen komisch. Es ist irgendwie, irgendwas ist da ein Schaden. Hm. Ich sehe jetzt aber auch keine Autowerkstatt gerade in der Nähe, deshalb fahren wir jetzt direkt zum Auftrag. Egal. Ich könnte das nämlich reparieren lassen, aber das kostet wieder Geld. Und nicht zu knapp. So, das ist ja die alte Hood von Franklin. Beziehungsweise das ist auch, das ist ja sogar auch seine alte Hütte. So. Was ist denn hier los? Hallo? Ich parke hier. Und da fährt er mich an. Echt, die sind ja echt alle verrückt. So. Das ist das falsche Gebäude. Hier ist das richtige Gebäude. Ich bin jetzt fast ins falsche gegangen. Disloyalty, what is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homeboyo. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. Mm-hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where's Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. This is $7. I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy, the boys. What? I'm fucking new in town, I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Trevor ist so ein witziger Typ. Das ist echt zum Brüllen, der Typ. Echt, das gibt's gar nicht. So, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Wir machen irgendein Gangbang-Shit. Super. Was auch immer das bedeutet. Where's this thing happening?
Down Grove Street. Grove Street. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Es ist gut, dass die Navigation das sagt, wo ich hin shit up, muss. Spraying some motherfuckers. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you in stress concerned. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh! First rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust? Fool wanna get butt naked? I'll get whatever it takes me, homeboy. Homie's crazy, man. So I've heard. Die Gegend hier sieht nicht gut aus. Aber gut, gucken wir mal, was hier abgeht. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his thing, all right? Ich bin immer noch verwirrt, dass Lamar vorhin gerade mit meinem Hund aus dem Haus gekommen ist, obwohl ich den Hund doch dabei hatte. Naja. Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler! Okay, das war ja unvermeidlich, dass hier gleich rund geht. Alles klar. Gut. Wir brauchen jetzt mal hier die fetten Knarren. So. Oh, Chop ist auch dabei. Geht doch in Deckung. Ach so, das ist der andere Knopf. Oh Mann. So, Jungs, jetzt seid ihr dran. Ja, er steht noch auf. So, ich muss schnell zu Franklin wechseln. Zu Trevor natürlich. Oh, der hat immer noch diese fette Schrotflinte dabei. Die hat halt null Reichweite. Ah, hier ist noch einer. Oh. Okay, ich muss hier ein bisschen taktisch vorgehen. Hat er keine Granaten? Doch, er hat Granaten. Oh. Ups, naja, das hat er mal wenig gebracht. So, da ist noch einer. Hä, wo sind denn die? Ach, hier ist einer, alles klar. So. So, dann machen wir hier mal diesen fetten Rache-Modus an von Trevor. Nein, nicht nachladen, nö. Okay, ich wechsle jetzt mal kurz zu Franklin. Weil das sieht mir hier nicht ganz so gut aus. So. Ach, da oben ist auch noch einer. Jetzt sehe ich das. Mann.
So. Hinter dem Auto. Nee, das war's. Okay. I'm about to get gangbanged, homies! Come on, homies! Down here, come on! Okay, nicht sie weg hier. Damn, MC Cliff! That's the fastest shoot! MC Cliff! Cliff, wait right there, dog! Hold up, hold up! Peace! Man, jack they ass, homie! That's our way up out of here! Put your fucking hands up! Oh, was ist denn hier los? Geil! Ist das hier ein Porno-Dreh? Okay, wir brauchen mal kurz eure Jetskis. Oh cool, Trevor nimmt noch eine Tussi mit. Wie geil ist das denn? Okay. Okay, los. Oh, 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 oh. Okay, 3 Sterne, das ist ja mal nicht ganz so geil. Oh man, nix wie weg hier. So. Oh, ein Helikopter, na fantastisch. Ups. Gut, die Tussi ist irgendwie entsorgt worden. Wo geht's denn hin, Jungs? Hier lang. Mann, wie fahrt ihr denn? We are racing, you idiot. Racing away from the dudes trying to kill us. I mean another time. They got C-Sharp races all over the city. Helpful as always, homie. Let's split, my nigga, and keep our heads down. Ja, okay, wir teilen uns auf. Ja, wohin auch immer wir uns aufteilen. Mal gucken, ich fahr jetzt einfach mal hinter dieses hübsche Schiff. Ja, hier ist noch ein Polizeischiff. Das ist natürlich nicht gut. Dann fahre ich hier einfach mal außen rum. Dann wird das schon klappen irgendwie. Ich muss ja praktisch nur aus der Sicht kommen und dann möglichst weiter weg. Dann ist der Polizeialarm aus, hoffe ich mal. Ja, auf jeden Fall blinkt es schon. Da darf bloß keiner hier in der Nähe sein, kein Polizeischiff. Oh, was für ein schöner Sonnenuntergang. Und da unten ist ein Hai? Da war doch gerade eine Haiflosse unter mir. Okay. So, ich fahre jetzt einfach dem Sonnenuntergang entgegen, so lange, bis der Polizeialarm aufgehoben ist und ich fahre gerade fett in den... Ah, verdammt. In den Bereich von so einem Boot rein. Das ist gerade da hinten. Ist es. Ist egal, ich fahre jetzt hier weiter. Oh, noch ein Helikopter da hinten. Nee, das ist ja mal echt scheiße. Mal Vollgas hier weiter. Es muss bloß genug Zeit vergehen, wo die Polizei einen nicht findet. Irgendwann wird der Alarm einfach abgeblasen. Weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Und so lange blinken diese 3 Sterne oben links. So, jetzt langsam dürftet ihr doch mal langsam aufgeben, Jungs. Yeah, erledigt. So, und schon wieder nicht die Zusatzziele erreicht. Ach, das war wieder beschissen gemacht. Aber ist mir wurscht. Ja, damit kommen wir eh schon zum Ende. Die Zeit ist nämlich eh schon so rum, so die anvisierte Zeit zumindest. Ja, mit diesem Sonnenuntergang, ja, wünsche ich euch dann noch viel Spaß beim Spielen. Wenn euch das Ganze gefällt, das könnt ihr natürlich abonnieren. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß noch!